in der St. George's Church in der Brick Lane. Wir haben Essen, Wasser und Waffen, aber wir sitzen fest. Bitte, wenn da Polizei ist oder sonst jemand, bitte helfen Sie uns. Bitte. Das klingt verdammt nach einer Falle. An St. George ist die Hölle los. Mich würde wundern, wenn in der Kirche noch eine Scheibe ganz wäre. Geschweige denn ein sicherer Vorrat an Essen und Waffen vorhanden sei. Ja. Ich habe mich nur schon mal auf den Weg zu dem lieben Tankstellenbesitzer-Typen gemacht und dann hat plötzlich dieser, was heißt Dialog, hat halt plötzlich dieses Gedöns angefangen. Und deswegen ist jetzt der Anfang davon nicht dabei. Also ihr habt alles lesen können, jetzt aber, ja, ihr habt halt nicht alles gehört. Also falls ihr nicht lesen könnt, tut es mir leid, dann habt ihr jetzt wohl nicht den ganzen Dialog verstanden. Falls doch, habt ihr eigentlich kein Problem damit. Solltet ihr nicht haben. So. Ja, wir sind auch schon fast da. Das sind nur Vögel, ne? Ja, ja, das sind nur Vögel, okay. Dann mache ich mal keine Sorgen darum und gehe einfach mal da rein. Denn wir haben ja die Medizin im letzten Part gefunden, im Kindergarten, und wollen uns jetzt... Was soll man holen? Benzin, ne? Ja, ich glaube Benzin, genau. Und das werden wir dann nochmal erledigen. Grandios. Tür ist offen, wie nett. Hallo? Oh. Töten Sie mich, bitte. Bitte, töten Sie mich. Fertig. So viel steht fest. Vergiss den Sprit nicht. Du hast ihn verdient. Wie ich Vikram kenne, ist der Sprit irgendwo sicher verstaut. Du musst dahin, egal wie er ihn gesichert hat. Ja, er hat dann wohl seinen eigenen Sohn gefressen oder so. Den kann ich nicht umbringen, weil... Logisch, er ist ja kein Zombie gewesen. Ich meine, ist ernsthaft die erste normale Leiche, die wir hier finden im Spiel, oder? Mal ganz ehrlich, es ist die erste menschliche Leiche. Falls er noch ein Mensch ist, aber sieht halt jedenfalls auch so aus halbwegs. So, scannen wir hier mal alles. Und ich weiß auch schon, was wir suchen. Und zwar ist es dann wahrscheinlich da, genau. Objekt. Ein Pet-Upgrade. Und zwar... haben wir doch ganz viele Türen schon mal jetzt gefunden, wo wir Keycards brauchen. Einige Keycards haben wir auch schon gefunden, aber viele auch noch nicht. Und da fragt man sich natürlich, warum gibt es so viele mit Keycards verschlossenen Türen? Und so viele Keycards findet man doch gar nicht. Das ist richtig, denn jetzt können wir diese Keycard-Türen alle hängen. Und ja. Das dauert eine Weile, weil das ist sonst ja viel zu einfach. Ich meine, man kann ja halt auch nicht alles in Sekundenschnelle hängen. Ist ja realistisch, ne? Okay. So, hier finde ich eine neue Waffe. Ist nur eine Pumpgun. Mag sein, ich kenne mich nicht aus, wie gesagt, aber hey, ich glaube dem Typen das mal. Und hier steht Benzin, was auch immer. Der Generator läuft schon. Ist das eine Abkürzung? Ich glaube ja. Sie werden das sicher auf die Einwanderer schieben. Ja, ist es. Aber fall nicht drauf rein. Sieh dich um, die Fäulnis trifft alle gleich. Fremdenfeindlichkeit war schon immer eine Ablenkung, damit die da oben das Land plündern können, ohne dass das Volk es merkt. Okay. Meinetwegen. Dann einmal die Abkürzung bitte benutzen und zurück zum Safehouse. Und dann tanken wir erstmal den Generator wieder auf, damit wir wieder ein bisschen Strom haben. Strom kann man immer gebrauchen in dieser... Zombie-Apokalypse, sonst kann man auch kein Fernsehen oder so, ne, ist ja... Wäre ja auch grauenhaft. Unvorstellbar, sowas. Na, okay. Hier hinten. Und hier aktivieren. Grandios. Muss ich nicht mal reingießen oder so, ne, einfach wieder anschmeißen. Benzin in der Hand haben dabei ist einfach schon so... quasi magisch und schaltet es wieder an automatisch. So. Das hatte ich eigentlich schon umgeräumt, aber ich guck mal wegen der neuen Waffe. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß schon, was es für eine ist, aber. Ich weiß nicht, sollte ich eher die Schrotflinte oder eher die mitnehmen? Ich denke mal, die haben dieselbe Munitionsart, deswegen kann ich mich ja für eins entscheiden. Ich grade die erstmal ein bisschen ab jetzt. Oder? Nee. Oder doch? Da. Ja,
Lohnt sich das denn? Ich denke schon, ne? Ja, komm. Los geht's. Habe ich mal gemacht. Feuerkraft upgradet und dann nehme ich mal die hier zurück und pack die dahin und pack noch ein bisschen mehr Munition für die Schrotflinte ein. Und dann haben wir jetzt, ich kann ja mal gucken, steht doch hier oben auch irgendwo, ne? Meine Mission, genau. Wir haben hier zwei Missionen gerade und zwar die Briefe finden, 7 Stück, davon haben wir jetzt zwei, drei. Und, oder? Nee. Nur zwei, eins, zwei, drei, vier. Ja, 5 fehlen noch. Die werde ich, weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Entweder ich hole sie offscreen oder ich muss bis dahin noch gucken, wie das mit dem Schneiden vernünftig funktioniert. Weil sonst wird das sehr nervig für euch, da ja das im Endeffekt nur hin und her gelaufen ist. Und ja, ansonsten haben wir hier Rette das Mädchen. Und das tun wir. Und das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß trotzdem leider schon, was passiert. Ich werde es aber nicht spoilern. Ich weiß es halt nur ungefähr, was passiert. Ich habe es jetzt nie gespielt, wie gesagt, und so. Ach, da geht's lang, klar. Ja. Aber wir gehen mal einfach auf den Weg und sollte alles funktionieren, halbwegs, denke ich, hoffe ich. Gut. Heute ist es übrigens so 1 Uhr morgens, also deswegen bin ich heute schon wieder etwas motivierter als gestern. Ja, ich werde niemals tagsüber aufnehmen, ich weiß auch nicht, ich bin kein Tagsüberaufnehmerer. Da bin ich immer zu unmotiviert, ich mache das immer so nachts. Kann dann. Keine Ahnung, weil. Ich habe keinen Grund dafür. Hier sind überall Ratten, hoffe ich, und keine Zombies. Wenn doch, habe ich jetzt gleich ein Problem. Weil hier sind ganz schön viele rote Punkte. Aber da sind Ratten. Ne? Rattis? Ja. Süße Rattis. So, gehen wir mal weiter lieber. Bevor ich mich weiter mit Tieren unterhalte hier. Ich meine, kennt man ja von mir, dass ich mich mit Tieren unterhalte, ne? Ich meine. Ist ja nichts Neues. Vorgang und Leiter benutzen. Und auf zur Kirche. Oder was auch immer. Es ist und bleibt ein großer Kritikpunkt an diesem Spiel, dass alle diese Verbindungen zwischen den Gebieten einfach mal exakt gleich aussehen. Ich meine, das ist total unlogisch. Mal ganz im Ernst. Das ist so lächerlich einfach. Aber hey, irgendwo muss man ja auch mal Geld sparen, ne? Ich verstehe es nicht. Als wäre das so viel Arbeit gewesen, einfach mal andere Übergänge zu benutzen, ey. Ich meine, die hätten das auch einfach komplett das dazwischen weglassen können und einfach nur. Man geht am Anfang durch die Tür und kommt dann beim anderen wieder raus. Man muss ja nicht immer durch den exakt selben Ort wieder gehen. Das macht es nämlich total unlogisch und scheiße. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber hey, meinetwegen. Meinetwegen. Soll mich jetzt nicht so sehr stören. Tut es trotzdem. So, neues Gebiet für mich, kenne ich nicht. Jedenfalls kenne ich mich hier nicht aus. Ich weiß gerade nicht, vielleicht kenne ich es doch schon irgendwoher, aber. Ich kenne mich jedenfalls nicht aus. Gesehen habe ich es vielleicht schon mal. Ist vielleicht dann aber auch schon wieder länger her, wahrscheinlich. Trotzdem bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Denn ich kenne mich hier nicht aus. Warum ich mich einmische. Okay, wenn sie recht hat mit den Vorräten, dann sollten wir dich am Leben halten. Damit du was mitbringen kannst. Ja, damit ich was mitbringen kann, genau. Ist es eine Falle, verlierst du alles. Dann verliere ich alles. Aber, wenn ich mit leichtem Gepäck reise, komme ich gar nicht erst lebend an, ist das Problem. Deswegen kann ich leider nicht auf deinen Rat hören. Aber hey, wird schon schief gehen, ne? Was? Ach, da und da. Okay. Kommen sie angelaufen? War hinten nicht irgendwo eine Mine? Warum explodiert die nicht? Oder habe ich mir das eingebildet? Wahrscheinlich habe ich mir das eingebildet. Mag ja sein, ne? So, sterb bitte.
Und du bitte auch. Und ja, Anbo hat gesagt, ich soll einfach normal weiterreden. Aber irgendwie kann ich das nicht, weil die Zombies lenken mich so sehr ab, da kann ich nicht mehr über irgendwelche Themen reden, während ich sie verprügel. Und sie sind tot, okay. Aber ist ja nicht so, als würde ich normalerweise über irgendwelche spannenden Themen reden, mal ganz im Ernst. Also von daher. Hey. Naja. Komm her, Kleiner. Und Gnadenstoß. Ist das nicht eine Mine? Die ist nicht scharf gestellt, Gedöns, ne? Die liegt da einfach nur so dekorativ rum, oder wie? Geil. Stirb endlich mal. Dich wollte ich eigentlich als allererstes töten, aber dann kamen auf einmal drei andere Typen angerannt, ey. Naja, meinetwegen, meinetwegen. Infizierter. 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 Objekt. Infizierter. Tür. Und wie sieht's auf der anderen Seite so aus? Infizierter. Mit Objekt. Na, dann gehe ich da mal hin. Stirb. Was ist das denn? Schienengewehr, okay, es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, aber hey. Maschinengewehrmunition? Warte mal, ich bin da verwirrt. Ach, Maschinenpistolenmunition, okay. Weil die sah eigentlich anders aus früher. Die sah so gelb aus und das war jetzt so schwarz. Ich weiß, ihr könnt das normalerweise nicht sehen. Also, was heißt normalerweise könnt ihr es nicht sehen, weil es ist auf dem Touchscreen und so, aber naja. Gesehen, das ist eine Mine. Und die ist scharf. Und das macht mir Angst. Aber hey, los geht's. Warte, hat er eine Gasflasche? Hat er eine Gas? Das ist eine Gasflasche, oder? Nein, das ist ein weißer Ärmel. Fast genauso gefährlich. So, da kommt jetzt eine. Geh hoch. Na, natürlich nicht. Warum auch, ne? Ist ja nur ein Zombie. Aber wahrscheinlich so noch einen halben Millimeter davon entfernt. Oh, da kommt noch einer. Der sollte aber hochgehen. Genau, gut. So gefällt es mir, dann ist die Mine auch nicht mehr mein Problem. Also von daher hat sich das doch alles gelöst und zum Guten gewendet und bla bla bla. Leer und Tür. Ich weiß nicht, obwohl da steht, dass sie leer sind, plündere ich trotzdem nochmal. Ich weiß auch nicht warum. Ist Reflex, weil, hey, ist ja nicht so, als würde das Zeit verschwenden, ne? Vor allem, wenn sie leer sind, erst recht nicht. Verschlossene Tür. Oh, Scheiße. Da war eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Ich kann dir jetzt keinen Gnadenstoß geben. Denn da ist. Scheiße. Willst du mich verarschen eigentlich? Das war jetzt fies. Das hatte ich nämlich gar nicht geplant eigentlich. Ich meine, ganz im Ernst, was war denn das jetzt? Da stand nicht mal Gnadenstoß. Ich mache trotzdem einen. Hey, warum auch nicht, ne? Okay. Das war gemein. Das war sehr gemein. Ich könnte mal einen Schokoriegel essen, den ich nicht dabei habe. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich hätte mehr Heilung, glaube ich, mitnehmen sollen, aber hey. Bisher habe ich es eigentlich immer überlebt. Was ist immer? Ich meine, ich bin schon ein paar Mal gestorben, aber. Ja, ich werde es schon mal leben. Und selbst wenn nicht, dann halt nicht. Okay, da liegt einer und. Okay. Und 5 Schuss für die Pistole, das gefällt mir. Und was war das? C4, okay. Dann nochmal hier lang. Nicht lang oder so? Nee. Okay, bisher gefällt mir der Abschnitt, der ist bisher recht verwirrend, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Warte mal, da geht's weiter hinter, ne? Schieben. Schieben, schieben. Okay. Erstmal lade ich kurz die Pistole nach. Ich habe gerade nur die Schallgedämpfte dabei, weil die andere war komplett leer und ich hatte keinen Pistolenschuss mehr. Deswegen habe ich die jetzt eingepackt. Sollte aber ausreichen. Jetzt muss ich erstmal die Taschenlampe nochmal laden lassen. Mit Solarenergie. Solarenergie in der Kanalisation. Boah. Erschreckt mich doch nicht so. Ja. Ja, ich würde es auch sagen, ne? Yay, Bug found. Da ist keine Tür. Da ist keine Tür, Mensch. Jetzt kommst du runter, ne? Jetzt ist vorbei. Jetzt hast du die Tür aufgebrochen, ne?
die Tür nicht existiert. Mensch, hör auf, dir alles einzubilden. Du bist eine Verrückte. Bildest dir irgendwelche Türen ein, die es nicht gibt, Mensch. Und Gnadenstoß. Ja. So kann's enden. Unten durch. Weiter geht's. Da ist nichts und da ist Metallcontainer leer. Und da ist ein Infizierter leer. Gut, ich gehe mal hier lang. Da schleife ich mal wieder an. Okay. Ist nichts. Echt nichts? Hier ist gar nichts. So gar nichts. Das ist nicht nett. Das ist echt nicht nett. Aber hey, meinetwegen. Meinetwegen. Hier ist aber nichts, ne? Hier war nichts. Hier war nichts. Aber ich gehe trotzdem mal hin, weil ich kann's halt irgendwie. Kann ich's? Ich glaube schon. Naja, was ist hier so? Tür geöffnet und Infizierter leer. Und da hinten ist Infizierter leer und Plünderbachs Objekt Saft. Oh, Objekt großer SL. Okay, das ist schon besser. Infizierter leer und ja, das war's. Das sind eine ganze Menge Infizierte. Ich weiß nicht, leben die? Ich glaube, die leben. Und das sind sogar noch mehr, die ich jetzt noch nicht gescannt habe. Vielleicht die nochmal scannen jetzt? Erstmal, da ist noch mehr. Infizierter, leer, Infizierter. Okay, langsam. Entweder hier sind einfach nur mehr sinnlose Leichen oder die Gebiete werden echt wesentlich schwerer momentan. Warum kann ich die scannen von hier aus? So. Kann ich durchgucken oder wie? Okay, okay. Die bewegen sich, ne? Ich glaube schon. Okay, scheiße. Naja, ich gehe erstmal ein bisschen weiter hier. Fässer fallen um, okay. Das Spiel hat anscheinend eine Physik-Engine, von der ich noch nichts wusste. Ich höre einen Zombie. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn höre. Und ich höre da, dass ich da etwas sehe. Und das Fass ist mit drin, cool. Dann komm mit. Komm halt nicht mit, Mensch. Sei doch nicht immer so wählerisch. Typisch Fass. Okay. Okay, was ist jetzt los? Okay, Epic Battle oder so. Ja, weil da jetzt einer angelaufen kommt, oder wie? Ja, das ist echt episch. Ich sehe hier so ein kleines hüpfendes Dreieck. Oh nein, jetzt muss ich Angst haben vor dem kleinen hüpfenden Dreieck. Gott, ich muss jetzt langsam echt Angst haben, habe ich das Gefühl, weil ich bin hier ein bisschen umzingelt, glaube ich. Wenn jetzt die anderen angelaufen kommen, bin ich tot. Falls er aber runterfällt und ich kann den Gnadenstoß geben, wäre das sehr gut. Ja, kleines hüpfendes Dreieck, kannst du jetzt mal hier runterkommen, bitte? Nö, warum auch, ne? Ist das ja ernst gerade? Komm mal, bitte. Hier ist auch keine unsichtbare Tür oder so. So, Gnadenstoß, bitte. Bitte, gib ihm Gnadenstoß. Gib ihm Gnadenstoß, Mensch. Nicht den Hintern versohlen. Gnadenstoß, danke. So, plündern. Nichts. So, jetzt sollte ich mal vielleicht. Ja, ich weiß noch nicht, was ich jetzt sollte. Da ist jetzt mal noch ein Zombie, den ich noch nicht gescannt habe. Grandios. Oh scheiße, habe ich mich erschrocken, obwohl ich es wusste. Okay. Ich dachte nämlich, da wäre noch eine Wand vor, aber das hat mich leider getäuscht. Da hinten sind noch mehr wackelnde Dreiecke. Ich finde die Gegnervariationen eigentlich eher schade, dass es kaum verschiedene Gegner gibt. Alles sind nur kleine Dreiecke. Meinetwegen können ja wenigstens verschiedene Farben einbauen. Was ist das hier? Warum ist das so? Hat das was mit einem Rätsel zu tun, was ich noch nicht kenne? Ja, hat es. Okay, krieg ich hin. Ich krieg das Rätsel hin. Ich kann das Rätsel lösen.
Ach, jetzt geht's. 0484, okay, ich weiß nicht wofür gerade. Objekt, Bretter, okay, brauche ich nicht. Was war da noch was? Tür geöffnet. Kann ich das hier? Barrikade entfernen, okay. Dann entfernen wir mal die Barrikade. Meinetwegen. Okay, sieht dunkel aus. Aha. Meinetwegen. Sieht immer noch dunkel aus. Da sind die Zombies, ne? Ja, da sind sie. Da sind die kleinen Freunde. Die drei besten Freunde. Stehen den ganzen Tag in der Ecke rum. Na, ich leiste euch mal Gesellschaft, ne? Ey, ihr solltet brennen oder so. Warum tut ihr nicht, was man euch sagt, Mensch? Na toll. Na toll. Ich dachte, wir sind jetzt verbrannt, Mensch. Warum verbrennen die denn? Ach, okay. Hat sich geklärt, hat sich geklärt. Hat sich ganz schnell geklärt. Na egal. Solange sie nicht alle drei gleichzeitig angelaufen kommen, habe ich da ja mal kein Problem mit. Dann akzeptiere ich das mal, ne? Kann man ja auch nicht böse sein, diesen Zombies. Dass sie angelaufen kommen, wenn man sie mit Feuer bewirft. Feu, feu. Ist ja auch eigentlich keine nette Sache, ne? Plündern, plündern. Oh, Saft. Den trinke ich auch gleich mal. Und ich habe so wenig Leben verloren, der hält mich trotzdem nicht komplett. Das ist so arm. Ach, sind jetzt doch verbrannt, die anderen hier? Ja, die sind verbrannt, okay. Dann war es doch keine Verschwendung, denke ich mal. Taschenlampe an. Genau, hier habe ich durch die Gitter geguckt am Anfang. Jo. Okay. Sieht gut aus. Dann, wo gehe ich lang? Da leuchtet es und steht ein Erste-Hilfe-Kasten. Das ist doch. Fängt die Falle etwa schon an? Explodiert bisher nicht, sicher auch keine TNT-Zündung oder so. Aber wir sind ja nicht in Minecraft, ist das Problem. Deswegen weiß ich nicht, wie eine Falle aussehen könnte. Ich sehe auch noch keine von diesen schwingenden Sicheln hier hin und her schwingen. Noch keine Steinkugeln rollen, vor denen ich flüchten müsste. Sieht bisher ganz gut aus, war keine Falle, okay. Bisher. Vielleicht ist auch diese Tür die Falle. Bäm. Oh, die muss ich knacken. Ja, das ist die wahre Falle, denn das Knacken ist, wie gesagt, sehr kompliziert. Ihr wisst es zwar nicht, wie es aussieht, aber es ist echt sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Aber hey, los geht's, weiter. Regal, leer. Tür mit Codeschloss. Aha, da haben wir's. Bretter. Infizierter. Infizierter. Und infizierter. Infizierten tue ich mal. Tue ich mal lieber, ne? Töte ich mal lieber. So. Gnadenschuss, was wo? So, töten, töten. Und du auch. Noch einer? Nee, ne? Gut. Okay. Objekt, Strahlungsaufwertung und leer. Das ist. Na, okay. Das ist der TV-Verteiler. Das gefällt mir, ich habe eine Karte. Und das Gebiet sieht bisher vom Level-Design wirklich am besten aus. Muss man mal sagen. Muss man den Entwickler mal loben. Das ist wirklich bisher das beste Gebiet von Level-Design. Kann man jetzt so sagen. Ich gucke ja mal gerne Karten an. Ich habe mir zum Beispiel jetzt auch das. Einfach weil ich war letztens so im Mediamarkt. Hatte Geld. Wusste nicht, wofür ich es ausgeben soll, weil ich meine, ich habe keine guten Spiele gefunden, weil da ist irgendwie nur Müll gewesen und Sachen, die ich schon hatte. Und Sachen, die gut waren, aber für die ich gerade kein Geld ausgeben wollte, weil ich sie jetzt nicht so unbedingt spielen wollte und so weiter und so fort. Also hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Ich kann mal scannen eben. 0484, kann ich mir merken sogar. Ja, jedenfalls, dann habe ich so gedacht, hey, da stehen zwei Lösungsbücher. Eins, eine davon war Super Mario Galaxy. Ich frage mir so, frag mir so, genau, frag mich so, wer kauft bitte ein Lösungsbuch für Super Mario Galaxy? Mal ganz im Ernst, das ist so sinnlos. Aber hey, meinetwegen.
0484. Hoffe ich. 0484. Ja, hat geklappt, okay, gut. Ja. Dann war daneben noch Dark Souls 2, habe ich mir gesagt. Ey, ich spiele eh kein Dark Souls 2 mehr. Okay, vielleicht spiele ich es dann doch irgendwann, aber hey. Und ich gucke mir so unglaublich gern Karten an. Ich weiß nicht, ich mag Karten einfach angucken. Und ich hole mir teilweise echt Lösungsbücher von Spielen, die ich schon durch habe, die ich nicht mal kenne vielleicht auch. Oder halt irgendwie sowas. Aber müssen halt schon RPGs oder so sein. Also von Jump'n'Runs oder so würde ich mir jetzt kein Lösungsbuch holen. Aber von RPGs oder Adventures oder so. Also Action-Adventures, keine Ahnung, jetzt nicht so Monkey Island oder so. Aber von so Spielen in die Richtung halt. Hol ich mir teilweise echt Lösungsbücher einfach nur, damit ich mir die Karten angucken kann, weil ich mag Karten irgendwie. Karten sind cool. Lass mich auch immer inspirieren, damit ich so coole Spiele machen kann wie Anpu The Mu. Ja, das war jetzt der offizielle Leak für den Namen meines ersten Spieles, was ich gerade am Erschaffen bin. Es ist ein total episches Meisterwerk, Anpu The Mu. Also The Mu nicht im Sinne von, dass Anpu The Mu ist, sondern im Sinne von Anpu The Game, stattdessen Anpu The Mu, ne? Also, ihr versteht, was ich meine. Ja, und das Spiel ist total episch und ich habe jetzt vorgestern angefangen. Und vorgestern meine ich nur gestern, weil vor war eigentlich dafür gedacht, dass ich irgendwie sagen kann, vor einem Jahr angefangen. Aber nein, dann war es doch nur gestern. Also hätte ich sagen müssen, vor einem Tag. Aber das ist mir gerade nicht eingefallen, das Wort. Und ist nichts, ne? Nee. Ja, und dann ist es halt bis jetzt das epischste Spiel aller Zeiten. Mit dem RPG Maker total episch und für sowas lasse ich mich dann halt immer gerne inspirieren von irgendwelchen Karten von anderen Spielen. Und ja. Ich habe hier übrigens einen Störsender irgendwo, weil ich kann meine Karte und alles nicht sehen. Ich kann auch meinen Scanner nicht benutzen gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Entweder hier ist ein Störsender oder hier ist ein Geist. Ich weiß nicht, was davon mir lieber ist. Obwohl doch, ein Störsender ist mir lieber. Das weiß ich. Das weiß ich. Das ist ein Störsender, okay. Was will der Störsender denn von mir verbergen? Ich will es gar nicht herausfinden und schieße erstmal den Störsender mit der schallgedämpften Pistole ab. So, und jetzt lade ich mal eben meine Taschenlampe nach und stelle mich hier in die Dunkelheit. Es scheint nämlich so, als wäre in diesem Gebiet da hinten ganz, ganz viel an Gegnern. Ich lege gerade gegen irgendeine Tür, kann das sein? Nur das bilde ich mir anscheinend, okay. Dann infizierter, leer. Medizintrank, leer. Schade, hätte Medizin drin sein können, aber nein. Wir sind Arschlochentwickler. Wir machen da keine Medizin rein, das ist einfach nur Medizin. Ach du Scheiße, okay. Problem. Kommst du angerannt? Bumm. Das war scheiße. Weil ich einmal daneben geschossen habe, habe ich jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Ich weiß nicht, ob ich sonst auch Schaden bekommen hätte, aber hey. Hey, ich habe wenigstens nicht allzu viel Schaden bekommen und das ist das Wichtigste. Das war echt unerwartet. Dass jetzt so ein Typ mit einer Gasmaske, Gasflasche, was auch immer steht. So, da schlägt ein neuer Gegner. Oder da? Da ist keine Tür. Ich höre es doch, da ist jemand. Da hämmert irgendjemand. Hört doch mal, wer da hämmert. Ha, ha, ha. Okay. Ich höre es trotzdem. Ich bilde mir das doch nicht ein. Tut doch nicht so. Ihr hört es auch. Ihr hört es auch. Oder auch nicht. Vielleicht hätten schon mal scannen. Nee, ne? Nee. Habe ich auch schon, glaube ich, 5-mal versucht. Aber hey, ich merke mir das doch nicht. Okay. Muss mir jetzt Sorgen um meine Gesundheit machen. Ich habe echt Angst vor diesem Raum. Da sind, glaube ich, 4 Zombies oder so drin. Oder sieht das nur so aus? Ich weiß es gar nicht. Wo geht's denn hier lang? Hier geht's lang. Okay. Verschlossene Tür, okay, gut. Ich glaube, da hinten ging es so weiter, weil hier war ein Schrank irgendwo, ne? Den konnte ich an die Seite schieben, okay. Okay. Gut, da geht's weiter.
Doch was sich da befindet. Ich höre dieses Hämmern immer noch. Na egal. Was sich da in diesem, wie heißt das nochmal, Lüftungsschacht befindet, seht ihr im nächsten Part von Let's Play Zombie You. Bis dahin.